herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast zu unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt unbeliebt, Fragezeichen, na und Ausrufezeichen. Schau, die Sache ist nämlich die, der Mensch ist ein Herdentier. Ne? Die Bibel sagt ja auch, wir sind Schafe und der Herr ist unsere Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Wenn du sagst, der Herr ist dein Hirte, dann bist du sein Herdentier. Ganz genau, sein Schaf. Was bedeutet, dass wir uns aneinander orientieren und dass wir beliebt sein wollen beieinander. Und das ist so eine Sache. Denn wenn du das zu deinem Hauptanliegen machst, beliebt zu sein, dafür zu sorgen, dass die Leute nicht reden, was könnten die Leute über uns sagen, wenn wir jetzt sagen würden, wir sind tatsächlich Christen und wir gehen nicht in eine alte Backsteinkirche, sondern in eine evangelisch-freikirchliche Gemeinde, wo sie Gitarre spielen und Klavier und eine LED-Wand haben und einen Prediger ohne Kragen verkehrt rum, ihr wisst schon, was ich meine, und so weiter. Könnte ja sein, dass die dann irgendwie uns schräg anschauen. Ich sage dir ein Geheimnis, die schauen dich sowieso schräg an. Vollkommen egal, was du machst, die schauen, weil Leute einfach so sind. Die Eltern eines Blindgeborenen, den Jesus geheilt hat, die haben doch eigentlich alle einen Grund zur Freude und sich eindeutig zu Jesus zu bekennen. Da haben sie doch auch einen Grund dafür, Amen. Aber was machen die? Als sie merken, dass die Leute dagegen sind, speziell die Leute in der Synagoge, die sehr wichtig waren damals, die Leute fragen ja, ist es euer Sohn? Ja. War der blind geboren? Ja. Was ist mit ihm passiert, dass er jetzt geheilt ist? Fragt ihn selber, er ist volljährig. Das aber sagten sie, weil sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen werden wollten, weil sie beliebt sein wollten bei den anderen. Und da wundern wir uns, wenn Leute sich nicht eindeutig auf der Arbeit oder im Sportverein oder sonst wo zu Jesus bekennen wollen. Das solltest du aber durchaus machen, zur richtigen Zeit. Ne? Auch übrigens, weil ich gerade dran denke, in Johannes Kapitel 12, Oberste des Volkes, wie zum Beispiel Nikodemus und solche Leute, die haben auch an Jesus geglaubt, obwohl Jesus sehr umstritten war und sich keiner für ihn zu ihm bekannt hat offiziell. Wisst ihr, dass Jesus es egal war, ob er beliebt ist bei diesen Leuten? Ihm war wichtig, dass er bei einem beliebt ist. Und Paulus ging es ganz genauso. Und auf Paulus kapriziere ich mich heute Abend, denn wir nehmen in den nächsten paar Wochen unsere Stichpunkte aus dem ersten Korintherbrief. Wir schauen deswegen in Apostelgeschichte Kapitel 18. Da steht nämlich drin, was Paulus in Korinth so gemacht hat und wie es ihm dort ging. Und es ist hochinteressant und es spricht zu uns, es lehrt uns. Paulus war ein vollmächtiger Apostel, hat Jesus gesehen, hat von Jesus erklärt bekommen, um was es geht. Und Jesus hat dann gesagt, jetzt geh hinaus und predige das, und das hat er gemacht. Aber Paulus war auch umstritten, genauso wie Jesus. Und es ging kaum jemals einmal gut in einer Stadt. In den meisten Städten war es so, dass sie ihn davongejagt haben. Und in Kapitel 17 ist er erst in Thessalonich und da schaukelt sich also die Aggression hoch, dass er die Stadt verlassen muss, dass er flüchten muss in der Nacht. Dann kommt er nach Beröa. In Beröa sind die Leute netter. Wisst ihr, Städte und Dörfer, die haben ja auch ihre Charakteristiken, ihre Eigenschaften. Hast du das schon mal gemerkt? Nicht alle Dörfer sind gleich, die sind alle ein wenig anders. Und jetzt ist er also in Beröa. Beröa, da sind sie besser drauf. Als er da Jesus predigt, schmeißen sie nicht Steine auf ihn, sondern sie schauen nach in der Bibel, ob das wirklich drinnen steht, was der Mann sagt, und lassen sich also belehren. Und Paulus kriegt Oberwasser und freut sich. Aber dann kommen Leute aus Thessalonich, stiften Unruhe in der Stadt, so sehr, dass er wieder fliehen muss. Und jetzt flüchtet er. Seine Compañeros, die bleiben in der Stadt und arbeiten dort weiter in der Gemeinde, aber er muss nach wenigen Wochen fliehen. Überleg dir mal. Du kommst in eine Stadt, sie schmeißen dich raus. Du kommst in die nächste Stadt, sie schmeißen dich raus. Du bist unbeliebt. Und so wandert er jetzt also allein durch die Gegend. Und er wandert allein bis nach Athen. Er hat keinen mehr, mit dem er reden kann. Und es geht ihm nicht besonders gut, rein emotional. Er hat nicht viele positive Emotionen. Er ist im vollkommenen Willen Gottes und hat nicht viele positive Emotionen. Weißt du, dass du im vollkommenen Willen Gottes sein kannst und nicht allzu viele positive Emotionen haben kannst, eine Zeit lang? Das musst du wissen. Denn wenn du denkst, dass wenn du Christ bist, dass du immer quasi, ja, wie Superman über den Wolken schwebst, das kannst du vergessen, das ist nicht der Fall. Das war weder bei Jesus noch bei Paulus. Aber beiden ging es letztendlich innerlich nicht wirklich schlecht, denn sie hatten beide einen Anker bei Gott. Wir schauen uns an, was ihnen wichtig war und wie sie es gemacht haben und wie Gott eingegriffen hat. Ich glaube nämlich, deswegen predige ich diese Botschaft, dass du das Bedürfnis hast, beliebt zu sein, aber du bist nun einmal unbeliebt. Aber zum Glück aus den richtigen Gründen.
Okay? Du machst Sachen richtig, du bist kompetent, aber halt einfach unbeliebt. Und der Herr sagt zu dir, Trost kommt in eine Richtung, Hilfe kommt in eine Richtung, Überraschungen, gute Überraschungen kommen zu dir, musst dir also keine Gedanken machen. Jetzt pass auf, was passiert. Paulus läuft jetzt also durch die Gegend und er ist nicht besonders gut drauf. Er kommt nach Athen. Er stellt sich auf den Areopag, das ist der Götterberg. Und dort predigt er also. Und er predigt dynamisch und er predigt kraftvoll. Er predigt mit apostolischer Kraft. Weißt du warum? Weil er ein Apostel ist. Er hat es. Es ist sein Ding. Und wisst ihr, wie viele sich bekehren? Eine Handvoll. Die einen sagen, was ist denn das für ein Schwätzer? Also das höre ich auch immer wieder. Also jetzt nicht von aus unserer Mitte, sondern eher aus dem Internet. Ja, da erreichen mich jeden Tag solche charmanten Zuschriften. Oder andere, als sie dann gehört haben, oh, hier ist die Rede von Auferstehung und Gericht und diesen Dingen. Wir wollen ihn später noch einmal hören. Und eine kleine Handvoll, 10, 12 Mann und eine Frau, die bekehren sich. Also es ist nichts los. Er ist ein erfolgloser Apostel Christi. Ein echter Apostel, der erfolglos ist. Und Paulus zieht jetzt also weiter. Er geht 100 Kilometer weiter nach Korinth. Jetzt ist er in Korinth. Und von irgendwas musste er ja leben. Und weil er, wie gesagt, jetzt kein Angestellter ist, der Opfer einsammeln kann als Prediger, sondern ein Reiseprediger ohne Kanzel, ohne Dienstplatz, geht er arbeiten. Er ist Zeltmacher vom Handwerk. So findet er einige Juden, die man aus Rom rausgeworfen hat, Priscilla und Aquila. Und bei denen bleibt er, weil die miteinander Zeltmacher sind. Also irgendwie hat sich das ergeben, dass er bei denen arbeiten kann. Und so arbeitet er jetzt also unter der Woche und macht Zelte. Der Apostel Gottes macht Zelte für seinen Lebensunterhalt. Wäre besser gewesen, er hätte gepredigt, aber es war halt nicht drin. Es gibt solche Situationen, wo es richtig gut läuft und es gibt Situationen, wo es richtig schlecht läuft. Das musst du wissen, sonst verwirrt dich das, wenn es mal schlecht läuft. Und was macht Paulus sonst? Am Sabbat geht er in die Synagoge und dort predigt er nicht. Bei dir steht vielleicht in einer Bibel und er lehrte am Sabbat in der Synagoge. Stimmt aber gar nicht. Da steht das Wort, er unterredete sich. Das Wort ist dialogizomai. Dialog. Er setzt sich also hin und hat Einzelgespräche mit Leuten. Der Apostel Gottes setzt sich hin und hat Einzelgespräche mit Leuten in der Synagoge. Also er kommt nicht und predigt dort, man lässt ihn gar nicht erst. Sondern er sitzt dort und er unterhält sich mit den Leuten. Das ist alles, was er macht. Er steht beim Bistro rum und erzählt da von Jesus. Und die Leute stehen so um ihn rum, schauen ihn an. Und dann geht er wieder heim. Und er empfindet, was ist denn los mit mir? Er ist nicht gut drauf. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, in den ersten Versen, da sagt er, ich kam zu euch nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern mit Furcht und viel Zittern. Jetzt weißt du, wie der drauf war. Der kam mit Furcht und viel Zittern. Er war allein und er hat sich nicht wohlgefühlt. Wenig positive Emotion. Und er war im Willen Gottes. Gut, jetzt kommt er nach Korinth. Was macht denn Korinth? Wir können es nachlesen in Apostelgeschichte 18. Der geht in die Synagoge, er bespricht sich dort und dann geht die Sonne für ihn auf. Na, denn Timotheus kommt und Silas kommen, die beiden Mitarbeiter kommen. Und jetzt sagt er, Jungs, jetzt arbeitet ihr handwerklich, denn ich werde vom Wort gedrängt, hier einfach mal mit dem Ellbogen mich vorzuschieben und in der Synagoge eine Predigt zu halten. Und das macht er. Und wie kommt er an? Es ist durchwachsen, sehen wir es mal so. Die einen sind total begeistert von ihm, Juden wie Griechen, aber dann gibt es eine starke Fraktion, die ihn nicht leiden kann, bei der er unbeliebt ist. Und jetzt hat er wieder dieses alte Dilemma. Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn und dann gehen die beiden Gruppen aufeinander los. Schlechte Sache. Jetzt schmeißen sie ihn also raus. Und was macht er? Er geht in das Haus eines Gottesfürchtigen namens Titius Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Das ist ungefähr so, wie wenn du aus einer Wohnung rausgeworfen wirst, weil der Vermieter dich nicht leiden kann. Und die einzige Wohnung in der ganzen Stadt, die du bekommst, ist direkt neben deiner alten Wohnung, im Haus daneben. Super, ne? Denn du bist jetzt den Vermieter nicht los, du hast ihn immer noch im Leben. Wisst ihr, dass nicht alle Stinker aus unserem Leben einfach so verschwinden? Also das lernen wir jetzt bei Paulus, pass mal auf. Das hat den Grund, dass Gott auch Stinker erreichen will und Leute im Umfeld dieses Stinker sind, die Gott erreichen will und die Gott erreichen wird. Deswegen mutet er dir manchmal solche Dinge zu. Also jetzt ist also Paulus in der
im Nebenhaus. Stell dir mal vor, hier ist die alte Gemeinde und jetzt gründen sie eine neue Gemeinde und zwar direkt neben der alten. Das ist schlechter Stil. Und ich kann mir vorstellen, dass Paulus sich da an den Haaren gezogen hat und sich gedacht hat, was mache ich hier? Aber er konnte nirgendwo anders hin, seine Mittel waren begrenzt. Wenn deine Mittel begrenzt sind, dann machst du entweder was Mögliches oder du schaust ins Ofenrohr. Und Paulus sagt, nö, ins Ofenrohr schaue ich nicht. Und dann hat er eben ganz einfach dort losgelegt. Ja. In der einen Gemeinde singen sie, großer Gott, wir loben dich. Und in der anderen singen sie, dies ist der Tag. Nein, in der einen tönt die Orgel, in der anderen tönt die Gitarre. Und die beiden Gemeinden lieben sich. Oder es ist so, stell dir vor, du arbeitest in einem Küchenstudio und du bist so gut, dass der Chef dich so auf den Kieker kriegt, dass er dich rausschmeißt, aus Neid, aus Missgunst. Und du machst dein Küchenstudio auf, direkt neben seinem. Das ist die Situation, in der Paulus ist. Und das ist vielleicht die Situation, in der du dich findest. Und Paulus ist wirklich entsetzt. Paulus hat eine schlechte Zeit. Er ist unter diesen Leuten mit Furcht und Zittern. Er weiß nicht, wenn er aus der Haustür rausgeht, ob nicht Steine irgendwie aus dem fahrenden Auto herausgeworfen werden. Da passiert etwas Erlösendes. Der Herr erscheint ihm in Vers 9. Ist immer gut, wenn der Herr erscheint. Amen. Dann sagt er mal eins, wenn du aus den richtigen Gründen leiden tust und unbeliebt bist bei den richtigen Leuten, dann wird der Herr auch dir erscheinen, in Anführungszeichen. Er wird dir eine erlösende und tröstliche Begegnung mit Gott geben. Jesus erscheint ihm und sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Offensichtlich hat er sich gefürchtet. Fürchte dich nicht. Na, niemand wird dich in dieser Stadt hier anrühren. Sie werden dich in Ruhe lassen. Ich werde dich beschützen. Und red, sprich auf, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und jetzt ist mit Paulus was passiert. Jesus hat Paulus ausgeholfen. Was hat er gemacht? Er hat ihm ein Bild der Zukunft gezeichnet. Du wirst eine große Gemeinde in der Stadt haben. Wenn du unbeliebt bist und in einer schwierigen Situation bist und negative Emotionen hast, dann brauchst auch du ein Bild von der Zukunft. Dass du dir Gedanken machst, wie wird es weitergehen? Was wird kommen? Werde ich jetzt ewig in dieser Situation sein, dass ich unbeliebt bin oder was ist Sache? Da wird der Herr dir einen schicken, der zu dir sagt, was du machen sollst oder dir ein Bild zeichnet. Vielleicht kommt auch der Herr selber zu dir und zeigt dir, wie es weitergehen wird. Vielleicht sagt er dir, du bist vielleicht unbeliebt in der Firma, aber du bist kompetent und du bist ein Problemlöser. Mehr musst du nicht sein. Wenn du genug Probleme gelöst hast, wenn du gezeigt hast, dass du kompetent bist, dann ist völlig egal, ob du beliebt bist oder nicht, du wirst befördert werden. Ja, du wirst Leute finden, die dich respektieren. Wenn du schon Liebe nicht bekommst, dann bekommst du auf jeden Fall Respekt. Und der fühlt sich genauso gut an. Ist dir das bewusst? Genau genommen ist es sogar so, ja, dass es für Männer wichtiger ist, respektiert zu werden. Frauen ist es wichtig, geliebt zu werden. Deswegen sind die oft so anpassungsfähig. Männer dagegen, die wollen respektiert werden. Es kann nur einen geben. Jetzt ist also Paulus gekräftigt. Jetzt weiß er weiß, es wird eine Gemeinde entstehen, es wird hier nicht alles drunter und drüber gehen. Sie werden mich nicht aus der Stadt werfen, sie können mich nicht aus der Stadt werfen, denn der Herr ist mit mir. Jetzt geht's los. Und dann legt er los und er lehrt und predigt und die Menge, die tobt und hasst ihn und zischt. Gleichzeitig hat er aber auch andere, die ihn lieben, die ihr Leben für ihn hingeben würden quasi. Die nicht genug von ihm hören können. Wunderbar. Also, schau, wenn der Herr dich benutzt, dann ist es oft so, dass du Leute hast, die dich lieben und Leute hast, die dich hassen. Und mit diesem, in diesem Spannungsfeld lebst du. Und das musst du können. Dann passiert was Interessantes. Könnt ihr nachlesen ab Vers 17. Nach einiger Zeit werden die Juden so sauer, dass sie ihn verklagen. Sie strengen einen Prozess an gegen ihn. Sie verklagen ihn, sie zeigen ihn an, sie schicken die Polizei bei ihm vorbei und sie zerren ihn vor Gericht. Es ist nie schön, wenn ein Prediger vor Gericht geht. Und der Ankläger, der heißt natürlich Sosthenes. Sosthenes ist der Vorsteher der Synagoge und der hat das Ganze in die Gänge geleitet. Okay, und jetzt kommen sie also vor den Richter, jetzt stehen sie vor dem Kadi. Und dann verklagen sie den Paulus und machen ihn zu einem schlechten Menschen, ganz, ganz böser Mensch. Und der Richter, der sagt, ach hey, ihr, pass mal auf. Wenn es irgendwie was Schlimmes wäre, was Paulus getan hätte, irgendein Verbrechen oder sonst was, dann würde ich euch ja anhören. Aber bei euch geht es hier um theologische Spitzfindigkeiten. Die interessieren mich nicht. Die sind für euch wichtig, aber nicht für mich.
kümmert euch um dieses Zeug selber auf Wiederschauen und dann schmeißt es heraus. Und dann passiert was Interessantes. Denkt dran, Jesus hat Paulus zugesichert, keine Waffe, die wider dich geschmiedet ist, wird es gelingen. Wenn sie gegen dich aufstehen, dann werden diejenigen, die gegen dich aufstehen, mit Jesus zu tun kriegen. So wie Paulus seinerzeit auch. Ihr wisst ja, er ist seinerzeit vom Pferd gefaustet worden. Sosthenes steht jetzt also da. Der Richter, der kümmert sich nicht mehr um ihn, der redet schon mit den Gerichtsdienern und jetzt passiert was Interessantes. Jetzt kommt es zu einem Handgemenge und jetzt verhauen die den Sosthenes, den Ankläger. Der die Anklage gegen Paulus angeleiert hat, der wird jetzt verdrimmt. Nicht Paulus wird geschlagen, der wollte, dass Paulus geschlagen wird, wird geschlagen. Also mir fallen da nur drei Wörter ein, okay? Oh, happy day. Aber jetzt pass auf, jetzt passiert ein Wunder, jetzt passiert was Wunderbares. Das weiß ich aus dem 1. Korintherbrief, in den ersten paar Versen vom 1. Kapitel. Da heißt es nämlich, Paulus, Apostel, Jesu Christi und so weiter und Sosthenes, den Brüdern in Korinth. Dieser Sosthenes, der Paulus verklagt hat, der Oberste der Juden, der Synagogenvorsteher, der Mann hat sich bekehrt und ist zu einem Reisemitarbeiter von Paulus geworden. Das musst du dir mal vorstellen. Also wir sehen, es gab tatsächlich ein großes Volk Christi in dieser Stadt. Und sogar die, von denen man es nicht gedacht hat, die Prozesse angestrengt haben, die fies waren, diejenigen, die böse waren, die haben sich zum Schluss bekehrt. Die haben sich zum Schluss bekehrt. Schau, diejenigen, die dich am meisten hassen, diejenigen, die am meisten gegen dich reden, sind nicht unbedingt die am weitesten weg sind von Gott. Es kann sein, dass die selber in ihrem Herzen in diesem Spannungsfeld drinnen leben. Einerseits wissen sie ganz genau, sie brauchen Jesus, andererseits wollen sie ihn aber nicht. Sie wollen selber ihr Leben leben. Es ist meins und der Wille des Menschen ist sein Himmelreich und so geht es da hin und her. Und der Geist Gottes, der ringt mit ihnen. Und irgendwann geht es ihnen wie dem Sosthenes. Da brechen sie dann zusammen und bekehren sich. Und du hast es nicht gedacht. So aus Schlangen werden nützliche Stäbe. Ihr erinnert euch, Mose sollte seinerzeit seinen Stab wegwerfen. Der ist ihm aus der Hand gefallen. Dann hat er sich in eine Schlange verwandelt, richtig? Und dann sollte er diese Schlange am Schwanz packen. Und da gehört Mut dazu. Die dreht sich einfach um und beißt sich, weißt du? Aber es hat er nicht bedacht. Es war ihm egal in dem Moment, denn er wusste, Gott hat mir befohlen, ich soll dieses Ding packen. So wie der Herr uns befohlen hat, wir sollen die Schlange am Schwanz packen. In anderen Worten, wir sollen Leuten das Evangelium predigen, egal ob sie uns ablehnen oder nicht. Der Herr, der wirkt dann schon an denen und dann kommen die dich am meisten abgelehnt haben und werden zu deinem Reisegefährten. Hast du das gehört? Diejenigen, die dich verklagt haben, bei denen du unbeliebt warst bis zum geht nicht mehr, die werden zum Schluss deine größten Unterstützer. Solche Sachen gibt's. Unser Paulus, der bleibt jetzt dort noch viele, viele Tage und dann zieht er weiter. Und jetzt sind wir eigentlich im 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Es passiert dann Folgendes. Paulus, der Gründungsapostel der Gemeinde in Korinth, wird plötzlich unbeliebt in der Gemeinde. Er kann ihnen nichts mehr recht machen, denn jetzt ist mal ein echter Prediger, der weiß, wie es richtig geht, wie man richtig predigt, der richtig was hermacht, der kam in die Gemeinde. Apollos hieß der Mann. Der war ein Jude, ein wortgewandter Bibellehrer, der konnte reden. Erstens hat er ausgesehen. Der hat ausgesehen wie Moses seiner Zeit, wie Charlton Heston im Film, ja. Erstens. Und zweitens, der konnte reden, nur dass die Wände gewackelt haben. Der konnte so predigen, dass du hinterher gedacht hast, wow. Ich habe noch nie jemanden so reden hören. Es gibt es tatsächlich. Leute können das tatsächlich. Ich habe schon Leute reden hören, wo du hinterher und predigen hören, wo du hinterher gedacht hast, atemberaubend. Es gibt's allen Ernstes. Und der kam jetzt also und hat in der Gemeinde gepredigt und hat sich sofort eine Gruppe gegründet und hat die gesagt hat, ja, Paulus, den kannst du vergessen. Apollos ist unser Man. Der hat's drauf, der kann das. Paulus, die Gestalt, die Erscheinung, die ist schwach. Und die Rede, wenn er mal predigt, dieses Gestottere und Gestammle, ist zu verachten. Steht wirklich in der Bibel. Wenn du schon mal einen Paulusbrief gelesen hast, ne? Reich gemacht mit aller Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes,
Das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Die meisten, die verstehen ja nur Bahnhof, Bahnhof, müssen sich hinsetzen und müssen das nochmal genauer lesen. Denn manche Sätze, die ziehen sich ja seitenweise, bis dann irgendwo an der dritten Seite ganz unten das Verb kommt zum Satz. Und du denkst, ja, das muss ich jetzt nochmal lesen. Ja. Du, das ist nicht nur dir so gegangen, sondern es geht vielen so. Sogar Petrus, ja, der Paulus gekannt hat und der wusste, was für ein Mann, was für ein dynamischer Apostel und was für ein vollmächtiger Mann der war, Gottesmann der war, der hat gesagt, ja, unser lieber Bruder Paulus, der schreibt gewichtige Briefe, in denen manches schwer zu verstehen ist. Amen, Petrus. Ja, ist wirklich so, muss man so sehen, aber trotzdem. Paulus sagt dann, ja, was wollt ihr denn? Was wollt ihr eigentlich von mir? Na, ich bin nichts Besonderes, habe auch nie behauptet, ich wäre was Besonderes. Als ich zu euch kam, da habe ich mir vorgenommen, ich kenne unter euch nur das einfache, schlichte Evangelium. Jesus gekreuzigt, gestorben, auferstanden, und zwar zu deinem und meinem Heil. Das ist alles. Und das habe ich in Variationen wieder und wieder und so gepredigt. Und so seid ihr gläubig geworden. Meine Rede war nicht den überredenden Worten der Weisheit, Sophisterei, sondern ganz einfach das nüchterne, schlichte Wort Gottes. Und dieses simple Wort, Jesus rettet, hat ein Wunder in eurem Herzen bewirkt. Der Geist Gottes ist gekommen, ja, der ist über eurem Lebenschaos geschwebt. Als ich das Wort gesprochen habe, Jesus lebt, ist er wumms auf euch draufgefallen und hat Licht gebracht. Es werde Licht quasi. Und hat ein Licht gebracht und hat neues Land geschaffen hier, hat das Chaos weggedrängt und hat neues Land geschaffen, Festland geschaffen in eurem Leben. Deswegen steht ihr jetzt wieder fest. So, Paulus sagt, es ist nicht so wichtig, wie du sagst. Viel wichtiger ist, was du sagst. Es ist tröstlich für uns, die wir nicht so wortgewandt sind wie Apollos. Wenn wir anderen Leuten das Evangelium erklären oder irgendwas erklären, dann erklär es einfach mit deinen eigenen Worten, so wie dir der Schnabel gewachsen ist. Und den Rest macht der Herr, der macht es schon so, dass die anderen dann das dann verstehen und dass die dann was mitnehmen. Also wenn die offene Herzen haben, jetzt beim Prediger, ja, dann werden sie schon was mitnehmen, meine Güte. Erstens. Und zweitens, wenn du irgendjemand anderem was erklärst, der kapiert es dann schon, red einfach so, wie dir der Schnabel gewachsen ist, hab da keine Bedenken, dass du nicht gut genug bist. Du packst es. Denn, schau, du und der Herr, ihr seid immer in der Mehrzahl. Hast du das gehört? Das ist wichtig für manche von uns. Es ist nicht wichtig, wie beliebt du bei anderen Leuten bist. Du und der Herr, ihr beide seid die Mehrzahl, immer. Paulus sagt, letztendlich, Leute, ist es so, dass ihr zwar Rechthaber seid und Recht haben könnt und immer überall Recht habt, aber ihr habt keine Gebetserhörungspower. Bei mir ist es anders. Ich stotter vielleicht bei meinen Predigten ein wenig herum, bis ich meinen Satz richtig rausbekomme. Aber mein Gott erhört meine Gebete. Und da konnten sie dann nichts mehr dazu sagen. Denn es hat ja gestimmt. Sie sind ja gläubig geworden auf seine Predigten, auf seine wirre, durchgestammelte Botschaft hin. Irgendwas ist da passiert und es hat sie getroffen. Ich meine, ich weiß noch, wie ich mich bekehrt habe. Bei einem Freund von mir, der sich vor mir bekehrt hat. Ich kam zu ihm eines Tages und der saß in seinem Stuhl, hat Bibel gelesen. Und ich saß da auf seiner Couch und habe mich hingelümmelt und wollte einfach ein bisschen mit ihm quatschen. Und plötzlich fängt er an zu leuchten. Der fing an zu leuchten. Ja, also kein Witz. Der hat gar nichts gesagt. Der hat nur Bibel gelesen. Und dann hat er angefangen zu reden. Er hat irgendwas erzählt über Glauben und über Apostel. Aber als er das gemacht hat, habe ich den Eindruck gehabt, beziehungsweise ist mir bewusst geworden, in dem Raum ist noch jemand. In dem Raum hier ist Gott. Die Gegenwart Gottes ist hier. Und dann ist was passiert in mir. Und zwar, während der geredet hat und ich nicht wirklich aufgepasst habe, überhaupt was er sagt, ist in mir was passiert. Plötzlich habe ich gemerkt, hey, in mir drinnen, tief unten drin, fängt ein Lachen an, rauf zu hüpfen. Verstehst du, wie wenn ich hohl wäre und runterschauen würde. Manche sagen, ja, du bist wirklich hohl. Aber es ist ein Gerücht, das stimmt überhaupt nicht. Ja, auf jeden Fall ist es hochgehüpft. Ich habe mir gedacht, na, was wird denn das? Und es hüpft und hüpft und hüpft, bis es dann immer am Hals ist, dann muss ich lachen. Es war ein Lachen, das darauf gehüpft ist und plötzlich habe ich angefangen zu lachen. Weil ich erkannt habe, Jesus lebt, Gott gibt's, er ist gerade hier, ich bin in seiner Gegenwart. Das Leben ist plötzlich ganz anders. Ich habe mich nach einiger Zeit verabschiedet, bin in mein Auto und bin dann weggefahren, weil mich das so mitgenommen hat.
Du, ich weiß bis heute nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber das, was er gesagt hat, das hat mich getroffen. Hat ein Wunder in meinem Herzen bewirkt. Das Wunder der neuen Geburt. Und Paulus sagt jetzt, Leute, es ist nicht wirklich wichtig, dass wir was hermachen oder dass wir uns super gut ausdrücken. Gott wirkt mit uns und das ist die Hauptsache. Und dann gibt er ihnen dieses Kompliment zurück. Ihr sagt, ich bin nichts Besonderes. Jetzt schaut euch mal selber in den Spiegel. 1. Korinther Kapitel 1, Abvers 26. Nicht viele Weise, nicht viele Schriftgelehrte, sondern das Törichte hat Gott auserwählt. Aber es ist nicht schlimm. Es ist überhaupt nicht wichtig, was du hermachst. Denn du bist in Christus. Jesus ist dir Weisheit geworden, er ist dir die Gerechtigkeit, er ist dir die Erlösung geworden von Gott her. Und jetzt dürfst du ruhig ein dummer Bauer sein, das macht nichts. Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln mit Jesus. Er sagt auf jeden Fall ihnen, hey, ihr plötzlich könnt mich nicht mehr leiden, mich, euren Gründungsapostel. Ihr sagt jetzt, ich bin des Apollos, der kann wenigstens reden. Ich bleib bei Paulus, ich bin des Paulus, das ist unser Gründungsmann. Der hat's auch drauf. Ach, die kannst du alle vergessen, die sind alle beide nicht mit Jesus gegangen. Petrus ist mein Man, ich höre auf, Petrus. Andere sagen, ach, Menschen, alles Menschen, ich gehöre Christus an. In anderen Worten, nur der Herr und ich. Ich brauche keinen Prediger hören, sondern nur der Herr und ich. Ja, ja. Und Paulus sagt jetzt, reißt euch zusammen. Wir sind verschiedene Prediger, weil die Leute unterschiedlich sind und der eine erreicht welche, die ein anderer nicht erreicht. Gleich und gleich gesellt sich gern und wenn du es halt gern förmlich liebst, dann bist du in einer Gemeinde, die es auch förmlich liebt. Wenn du über alle vier Backen tätowiert bist und gepierst durch die Nase, ja, dann gehst du vielleicht in eine Gemeinde, wo der Pastor auch so drauf ist. Na, weil die dich da erreichen. Das ist völlig in Ordnung. Das ist nicht weiter wichtig. Wichtig ist nicht, wie du ausschaust, sondern was du gesagt bekommst. In dem Fall das Evangelium. Amen. Also, was ist meine Botschaft heute Abend? Wenn du unbeliebt bist, sag dir selber, na und? Wenn du in der Firma unbeliebt bist, ist nicht wichtig, ob du beliebt bist oder nicht. Sei einfach nur kompetent. Sei ein Problemlöser und die Beliebtheit kommt von selber. Bei den richtigen Leuten bist du dann plötzlich respektiert und bist gleichzeitig dann auch beliebt. Und im Freundeskreis, weißt du, wenn du mit Jesus gehst und die können dich deswegen nicht leiden, der Herr wird dir andere bringen, die auch mit Jesus gehen. Die können dich dann leiden und dann seid ihr Freunde. Du musst jetzt vielleicht eine Durststrecke durchleben, aber die hat auch ein Ende. Amen. So diese ganzen schwierigen Situationen, die musst du halt mal aushalten. Es geht dann schon wieder besser. Es wird dann schon wieder besser. Amen. Zu mehr habe ich heute nicht die Zeit. Amen. Okay, also sei ermutigt. Amen.